Du nochmal Professor Schachtschneider Man Original sieht hören. also, dass hier nichts dem Zufall überlassen bleibt. Eine sehr Ja. detaillierte Planung hinter diesen ganzen Vertragswerken steckt. Und Sie hatten es mehrfach angesprochen, den Verlust fast aller Kompetenzen, der sich hier abzeichnet. Auch hierzu haben wir im Vorfeld mit Professor Schachtschneider gesprochen und werden ihn jetzt auch noch einmal selbst dazu hören. Was ganz bedauerlich ist, ist, dass der Grundrechtsschutz in der Hand des Europäischen Gerichtshofs in schlechten Händen ist. In einem halben Jahrhundert hat der Europäische Gerichtshof von den mehr als 100.000 Rechtsakten der Union noch nicht einen einzigen für grundrechtswidrig erklärt. Er folgt immer apologetisch der Politik der Kommission und damit auch des Rates. Also den guten Grundrechtsschutz, den wir hatten durch das Bundesverfassungsgericht, der ist für 80% der Politik und insbesondere für den gesamten Bereich der Wirtschaft verloren gegangen. Herr Professor, Sie formulierten, den wir hatten. Bedeutet das, wir werden ihn dann nicht mehr haben? Wir haben Oder ihn wir jetzt haben ihn schon, schon jetzt nicht mehr? wir haben ihn jetzt schon weitestgehend eingebüßt und es wird noch verstärkt werden durch die Europäische Grundrechtecharta. Der schlechteste Menschenrechtstext, den ich kenne, der sind die Grundrechte sehr nivelliert und sehr unter dem Vorbehalt der europäischen Rechtsakte gestellt. Gerade die sozialen Grundrechte haben da immer nur den Status von Absichtserklärungen und nicht etwa von verbindlichen Rechten. Es sind also ganz wesentliche Rechte da verloren gegangen, wie das Recht der freien Lehre beispielsweise. Auch die Eigentumsgewährleistung ist da ganz anders formuliert als nach dem Grundgesetz. Das Recht auf Arbeit kommt nicht vor, im Gegensatz zu den fast allen Menschenrechtstexten. Und vieles mehr. Die älteren Menschen haben zwar auch Rechte, aber zum Beispiel werden extra nicht mehr erwähnt die politischen Rechte. Die haben nur noch das Recht, teilzunehmen am sozialen und kulturellen Leben, aber nicht mehr am politischen Leben. Das steht nicht drin. Die Grundrechtecharta ermöglicht die Todesstrafe im Kriegsfall, bei drohender Kriegsgefahr, das ist völlig untragbar, erlaubt es zu töten, um einen Aufruhr oder Aufstand niederzuschlagen und manches andere mehr, was einfach den Schritt zum Gericht, um den letzten Rest von Recht zu retten, notwendig macht. Wenn man diesen Kommentar hört, muss man feststellen, es geht doch um sehr, sehr fundamentale Bereiche und Einschnitte in unser demokratisches System, die hier zur Frage gestellt werden. Und es bleibt abzuwarten, ob diese Tendenzen umgesetzt werden. Herr Dr. Gassmann, ein weiterer Bereich. Sie selbst sind erfahrener Theologe. Welche Rolle nehmen die großen Volkskirchen ein bezüglich dieser Verträge? Werden den Kirchen denn auch Rechte eingeräumt? In gewissem Raum schon. Es wird etwa in Artikel 17 des EU-Verfassungsvertrags gesagt, die Union achtet den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen. Allerdings fällt auf, dass es ein sehr schwacher Begriff ist, achtet. Ja, ich achte jemand, wenn ich ihn nicht verachte, wenn ich ihn so stehen lasse, aber es steht nicht da, dass sie massiv unterstützt werden. Während bei anderen Bereichen der Politik heißt es, dass die Union sogar Dinge bekämpft, die nicht in ihr Wertesystem passen. Die Kirchen werden nur geachtet, während zum Beispiel Diskriminierungen bekämpft werden. So heißt es wörtlich in Artikel 10 des EU-Arbeitsvertrags. Und da sehe ich also zweierlei Maß. Die Kirchen werden, sage ich mal, etwas abgeschwächt, nur geachtet. Man will auch einen Dialog mit ihnen führen, vielleicht Eher um eine sie zu überzeugen. Randposition? Das sehe ich als eher eine Randposition, während bei diesen Dingen, die, sage ich mal, gerade in den Kirchen und auch außerhalb diskutiert werden, da will man aktiv kämpfen, dass diese Dinge auch ausgeführt und ausgelebt werden können. Aber die Kirchen achten, finde ich, einen viel zu schwachen Begriff. Das müsste man auf jeden Fall ändern. Und man sollte die Kirchen fördern und auch die Vereinigungen und sie nicht nur achten, während bei den anderen Dingen ja massive Unterstützung zugesagt ist. Aber in Kirchen, na, was ist schon achten, nicht? Nur, es ist viel zu Es schwach. wird also auch hier mit einem ungleichen Maß gemessen. Ungleiches Maß, ja, Ja. zweierlei Maß, so würde ich das nennen. Professor Schachtschneider hat es schon angesprochen in seiner Einspielung, dass es einen europäischen Haftbefehl geben sollte. Ein Begriff, der vielleicht mehrfach schon in den Medien aufgetaucht ist. Können Sie uns etwas dazu sagen? Welche Bedeutung hat ein europäischer Haftbefehl für einen Bewohner der Bundesrepublik Deutschland? Ja, stellen Sie sich mal ganz konkret den Fall vor. Es klingelt an Ihrer Tür, die Polizei steht da und sagt, Sie sind verhaftet, Sie kommen jetzt mit zur Untersuchungshaft. Da sage ich, warum? Ich habe doch nichts verbrochen. Doch, Sie haben einen Leserbrief geschrieben,
über irgendeine Religion, kritischen Leserbrief und ja, da sage ich, aber ist doch in Deutschland unter Meinungsfreiheit geschützt. Dann heißt es aber nein, in Schweden, ich nenne es mal Schweden, ja, es könnte auch ein anderes Land sein, ist das schon als strafbar eingestuft. Da gibt es ja schon sehr harte Antidiskriminierungsgesetze. Also wird man dann nach Schweden ausgeliefert. Das heißt, europäischer Haftbefehl. Gleichzeitig kann mein Vermögen eingezogen werden. Das findet sich in Artikel 67 Absatz 3 und Artikel 75 des EU-Arbeitsvertrags. Diese Dinge, wer es nachlesen möchte, es sind Dinge, die so unglaublich sind. Und die Straftatbestände, die dann genannt werden, sind dann auch sehr schwammige Begriffe, die beliebig füllbar sind. Zum Beispiel Terrorismus, Umweltkriminalität, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus. Und da kann alles drunter gefasst werden. Natürlich sind wir auch gegen diese Dinge, Terrorismus, Fremdenfeindlichkeit, Umweltkriminalität und Rassismus. Aber da kann auch manches darunter gefasst werden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt schon eine kritische Äußerung mache, über irgendeine Religion oder eine Lebensweise von Menschen, wo ich sage, das nennt die Bibel Sünde oder das stimmt nicht überein mit der biblischen Aussage, dann kann schon gesagt werden, das fällt unter Rassismus, obwohl ich überhaupt alles andere als ein Rassist bin. Ja, ich liebe Menschen jeder Hautfarbe, gar keine Frage. Aber wenn ich zum Beispiel sage, Jesus ist der einzige Weg, mache ich mich dann schon strafbar? Können Christen das nicht mehr sagen? Unsere Glaubensüberzeugung und ja, das sind also Dinge, die sehr umstritten jetzt schon sind, denn dieser europäische Haftbefehl ruht keineswegs mehr in der Schublade. Er ist seit dem Jahr 2005 in Kraft in Europa. Aber in Deutschland lief auch im Jahr 2005 ein Verfahren vor dem noch einflussreichen Bundesverfassungsgericht, wo dann gesagt werde, gemäß Grundgesetz Artikel 16 Absatz 2, kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Das schützt uns noch. Uns Deutsche, dass wir unsere Meinung noch frei äußern können, ohne jetzt in irgendeinem EU-Land einen Haftbefehl ausgestellt zu bekommen. Ja, aber man muss sich vorstellen, man kann dann sogar nacheinander in verschiedenen EU-Ländern für das gleiche sogenannte Vergehen angeklagt werden und es genügt sogar die bloße Beschuldigung. Es sind also unglaubliche Dinge und vor allem auch dieser Punkt hat mich dazu bewogen, diesen etwas zugegeben drastischen Begriff Diktatur zu verwenden. Wenn man das Ganze sieht und so wahrnimmt, wir hatten es angesprochen, es geht um grundlegende Einschnitte in unsere Demokratie. Wie begründen Sie das, dass das Ganze so verdeckt, so geheimnisvoll über die Bühne geht? Warum liest, hört oder sieht man so wenig über diese Punkte? Ja, also mir ist auch aufgefallen, dass diese EU-Papiere in einer Zeit verabschiedet wurden, wo etwa die Fußball-Europameisterschaft lief. Die Leute waren alle beschäftigt, den Deutschen und anderen Mannschaften zuzujubeln. Und kaum einer hat mitbekommen, was gerade auch in diesen Wochen so hinter den Kulissen gelaufen ist. Ja, ich frage mich auch, warum so geheimnisvoll? Das ist auch irgendwie doch typisch für nicht-demokratisches Verhalten. Wenn man von der Öffentlichkeit es fernhalten will, keine Volksabstimmung ermöglicht, keine Transparenz. Ich habe mich gefreut in Berlin, diese neuen Bauten am Potsdamer Platz, dass das so schön transparent alles gebaut ist. Ich würde mir wünschen, dass auch der Inhalt der Politik wieder transparenter, das heißt durchscheinender, durchschaubarer, öffentlicher, offener würde, dass auch die Bevölkerung weiß, was läuft und dass wir auch protestieren können, wo es notwendig ist. Also die gleiche Transparenz in den Gebäuden wie an den Gebäuden. Ja, das würde ich gerade auch den Berlinern wünschen, aber auch allen Menschen in unserem Land. Es wurde bereits sehr, will ich sagen, scharf formuliert, die EU als ein neuer Archipel Gulag. Ja. Erklären Sie uns bitte diesen Vergleich. In